Ja, wer uns letztes Jahr fleißig gefolgt ist, der weiß, dass wir eine YouTube-Serie geplant haben mit Bekommt Barilla, nicht sogar geplant haben, wir haben sie auch durchgeführt, mit Bekommt Barilla ein YouTube-Fohlen. So. Und ja, Barilla bekommt dieses Jahr kein YouTube-Fohlen. Und warum, erzählt uns mal der Michael. Ja, weil sie nicht aufgenommen hat. Aber wir haben uns ja schon massiv Mühe gegeben. Ne? Ja. Also es war so Anfang des Jahres, die hatte ja immer so einen willst kleinen du noch Schnippel. Kurz, willst du noch kurz erzählen, worum es geht mit Bekommt Barilla in YouTube-Fohlen? Für die, die uns nicht gefolgt sind und das jetzt erst tun. Also nach einem kurzen Denkmoment will Michael wieder anfangen. Nein. Doch? Nein. Doch, du willst? Ja, nein, will ich gar nicht. Ich gehe jetzt heim. Okay. Da bin ich. Okay. Also, wir hatten ja, eigentlich war der Plan so gewesen, naja, wir versuchen, also wir haben ja quasi abstimmen lassen von allen Zuschauern, welcher Hengst als Vater in Frage kommen sollte. Ne? Ja. Und haben dann gesagt, naja, wir versuchen dann einfach, die Besamung, also von der Tupferprobe über die Besamung und dann eben das ganze Jahr zu begleiten in der Entwicklung und wollten dann immer Videos machen, wie weit ist das Fohlen jetzt, in welchem Stadium, was müssen wir mit dem Füttern machen, wie müssen wir entwurmen, dann wollten wir die Geburt filmen und dann, ja, alles, was halt so dazugehört. Und das hat leider nicht funktioniert, weil kein Fohlen. Also sie hat nicht aufgenommen. Wir hatten sogar den Hengst dann irgendwann mal gewechselt, weil es schon mal Stuten gibt, die einfach mit einem gewissen Blut vielleicht nicht klarkommen. Aber sie hat nicht aufgenommen. Und meine Theorie war ja Anfang des Jahres, die hatte ja so einen kleinen Schnippel an der Scheide hinten. Dadurch war die Scheide nie ganz geschlossen und die hatte ja ganz schnell, ganz oft immer irgendwelche Keime. Ja, ich erkläre mal ganz kurz, was, Entschuldigung, ein Schnippel ist. Ja. Der Schnippel war ein Gewebsfetzen, der wahrscheinlich bei der ersten oder zweiten Geburt in der Scheide halt abgegangen ist, aber eigentlich immer noch so am Gewebe festhing und er hat halt rausgeguckt. Und Michael hat ja gerade gesagt, dadurch war die Scheide halt nie geschlossen. Dann haben wir uns ja früh am Anfang des Jahres entschieden, den wegschneiden zu lassen vom Tierarzt. Ne? So ein Video von, glaube ich. Ja. Und ich habe direkt gesagt, dann nimmt die dieses Jahr nicht auf. Kann jetzt natürlich Zufall gewesen sein. Die Stuten nehmen sich ihre Pausen schon irgendwann mal. Aber wann immer wir irgendwas gemacht haben, Zysten, wir haben zwei oder dreimal Zysten, wann immer wir was gemacht haben, haben die Stuten in dem Jahr einfach nicht aufgenommen. So, das ist ja so meine Theorie, wenn man da dran geht. Aber ist auch egal. Wir versuchen es jetzt aufs Neue. Wir haben sie schon getupfert. Sie ist auch sauber. Erstmalig sauber. Also keine Keime, kein gar nichts. Dadurch hat quasi der Schnippelabschneidprozess ja auch was gebracht. Ne? Ja. Und ja, jetzt fangen wir von vorne an. Ne? So, Kamera übernommen. So sieht übrigens ein Ergebnis von einer Tupferprobe aus. Barilla hat keinen Befund und kann aus mikrobiologischer Sicht bedeckt und besamt werden. Okay. Wenn jetzt Befunde da wären, wie würde das aussehen? Dann wären hier auch positiv und zum Beispiel welche Menge oder große Menge, geringe Menge. Und dann gibt es ein zweites Blatt mit einem Antibiogramm. Und das Antibiogramm gebe ich dann an unseren Tierarzt weiter und der bestimmt dann die Medikation. Mhm. Macht das Sinn? Also es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Züchter, der sagt, boah, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Tupferprobe, ja. In jedem Fall, da es einige Erreger gibt, die wirklich ein Embryo an der Einnistung hindern. Mhm. Von daher, wenn man eine Tupfer... Kosten-Nutzen-Aufwand, wenn man das sieht, ist es eigentlich verrückt, keinen zu machen. Ne? Ja, ja. Also so eine leichte Sache, in jedem ist ja Fall. Eingriff. In jedem Fall, genau. Naja, wir werden jetzt, also wir wollen ins erste Video, in jedem Fall jetzt die erste Kontrolle. Wir machen jetzt mal eine Ultraschallkontrolle, einfach um mal zu wissen, oder fühlst du nur? Ne, ich mache Ultraschall. Ja, um mal zu wissen, wo wir stehen, also wann so quasi eine Rosse in Sicht kommt. Ja, also ins erste Video... Wenn ja dann jetzt, vielleicht klappt es ja dieses Jahr, dann hat man eine schöne Reihe zusammen. Im ersten Video wollen wir jetzt mal
in jedem Falle die erste Untersuchung jetzt. Wir müssen einfach mal einen Stand haben, wo sind wir, wann ist eine Rosse zu erwarten, in etwa, ne? Ja. Und dann machen wir in jedem Fall auch noch vielleicht das erste Besamen mit rein, ne? Zum ersten Video. Ja, je nachdem, wie lange das jetzt dauert, ne? Und also mein Ziel war ja auch einfach mal die Entstehungskosten und die Kosten von so einem Pferd im Prinzip jetzt von der Besamung bis zum Reitpferd mal zu begleiten. Und müssen uns dann natürlich mal Gedanken machen, wie wir jetzt das erste Jahr, also das vergangene Jahr, mit reinnehmen. Das sind ja auch Kosten, die entstehen. Und die werden wir, ja, ich schlüssel euch das gleich mal so ein bisschen auf, welche Kosten wir da bis jetzt halt schon hatten. Ne? Das immer, wir versuchen unsere Stuten relativ jung zu bekommen, damit wir sie dann auch über 10 Zuchtjahre wirklich nutzen können. Und von der Kalkulation her ist so unser Bestreben, dass wir in 10 Zuchtjahren 8 Fohlen bekommen. Ne? Und dieses Jahr oder diese 2 Jahre, in denen die Stuten dann nicht tragend sind, die muss man dann halt quasi auf diese 8 Fohlen umrechnen. Eva war letztens auf einer Veranstaltung und da kam noch ein Mädel und hat gesagt, das ist die, die immer mit dem Arm im Pferd ist, oder? Ja. Irgendwie so war das, ne? Ja. So, der Michael sucht meine wunderschönen Haken. Also wie ihr seht, wir sind noch so ein bisschen im Winterschlaf hier für das Ultraschallgerät. Währenddessen habe ich den linken Eierstock schon mal gesucht und gefunden. Und tatsächlich schon ein Follikel von 47 Millimetern gefunden. Jetzt gucke ich mal noch, ob ich die Gebärmutter ein bisschen besser darstellen kann und ob wir auch noch auf dem rechten Follikel, Eierstock irgendwas drauf haben. Derweil ist auch mein wunderschöner Ehemann zurück. Hast du noch einen? Nee. Und wo war der denn hin? Und wird weiterfilmen. Boah. Ole, guck mal doof. Und viel. Eva, hast du eigentlich Bock nach so einem Winter wieder anzufangen? Ich hatte Angst. Und zwar hatte mich vor ein paar Tagen doch tatsächlich jemand angerufen und er sagte dann, oh, da habe ich ja schon genau die Richtige am Telefon. Und sie würde jetzt auch selber besamen wollen, hätte unsere Videos gesehen, sie wird gar nicht klarkommen. Und ja, es ist tatsächlich viel schwerer, als man sich überhaupt jemals vorstellen kann, irgendwas in der Stute zu finden. Und so nach dem Winter ist man ja irgendwie schon so ein bisschen eingerostet. Ne? Du erinnerst dich, dass ich schon mal das ein oder andere Mal geweint habe. Oder dich weinend angerufen habe, weil ich nichts gefunden habe. Ne? Mhm. Also, ja. Ich aber, erinnere mich. Ich glaube, ich fange ganz gut an. Ich hatte ja irgendwas, was habe ich denn geguckt? Egal. So. Vielleicht kann ich auch mal darüber kommen. Na, siehst du, hier ist dieser Große nochmal da. Siehst du? Da unten kommt er nochmal. Also da ist quasi rechte Seite. Hier, das ist unsere Gebärmutter. Die hat aber gar nicht so endlos. Das ist auch noch das Kleine, da ist die Gebärmutter. Hat gar nicht so viel Radspeiche. 47 ist ja ein großer Follikel. Da ist der andere Eierstock. Aber da sind jetzt nur so kleinere Follikel drauf, ne? Also ist der 47er Follikel links, wie ja schon fast vermutet, unser Primärfollikel. Unser Hauptfollikel. Und das ist wohl der Follikel, der jetzt in der Rosse platzen wird. Jetzt machen wir für morgen früh Folgendes. Wir machen auch unser Spekulum startklar. Schauen dann einmal mit dem Spekulum zusätzlich rein, machen morgen früh nochmal einen Ultraschall und dann gucken wir, weil in der Theorie kann man mit 47 mm ja schon mal Samen bestellen, ne? Ja, ohne Radspeichen. Ja, bisschen, aber nicht so viel, ne?
Und von der Barilla wissen wir, dass sie ja eigentlich sehr viel Radspeicher bekommt. Jetzt kann es so sein, dass wir uns schon wieder Richtung Ende der Rosse befinden, weil dann geht die Radspeiche ja auch nochmal so ein Ticken zurück. Radspeichen. Wir haben natürlich momentan auch schon wieder so ein bisschen das Problem der Witterung. Wir hatten schon 15 Grad und Sonne. Ja. Die letzten drei Nächte hatten wir wieder Frost. Nicht viel, minus eins, minus zwei, aber trotzdem dieses Hin und Her. Morgen soll, also jetzt haben wir vielleicht momentan 5, 6 Grad. Ne? Letzte Woche ist mir vor Wind und Kälte fast eingegangen. Ja. Montag soll es 15 Grad plus schon wieder sein. Das spielt natürlich auch, und dann im Fellwechsel spielt das schon auch eine Rolle, oder? Ja, ist für die Stuten jetzt schon ein schwieriges Wetter. Weil tendenziell, wenn jetzt Sonne kommt und Gras, die wollen ja, ne? Ja. Ja, ja. Okay, dann sprechen wir gleich weiter. Ja. Ja. Hallo zusammen. Wir haben hier einmal Verbenesamen, das heißt, es geht los. Wobei, dass du besamen kannst, war ja schon wieder so ein bisschen, also nicht, dass du es technisch kannst, sondern zum Besamen braucht man ja eben auch Samen und der sollte ja geliefert werden und der war heute Morgen nicht da. So, dann habe ich schon gesagt, vielleicht kommt er später, gestern Morgen, ja. Nee, kam nicht. Und als Eva dann eben zum Bäcker gefahren ist, kam sie zurück und hatte dann Samen dabei. Den hat sie dann auf dem Weg gefunden. Der stand mal wieder ganz woanders, in einer ganz anderen Straße. Lediglich die Hausnummer hat gestimmt. Ja, ne? Weil wir hier keine Hausnummer haben, müssen wir eben immer eins schreiben. Genau, der stand halt in einem Haus, in einer anderen Straße, in der Hausnummer eins. Hast du ihn eigentlich da gesehen oder haben die... Ja, die haben Bescheid gesagt. Ah, Glück, ne? Glück, dass die Leute uns überhaupt kennen. Ja. Dass die Frau arbeitet in der Apotheke und normalerweise sind in den Röhrchen oder in den Verpackungen bei denen immer Blutegel drin. Also konnte die sich denken, dass das irgendwas Wichtiges wäre und hat mich halt direkt angerufen. Thermobox, ja. Ja. Das ist immer so. Es wird alles immer teurer, 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 aber da kann man natürlich auch keinen Vorwurf machen, ne? Oh, ja. Sehr schöner, weißer Muttermund. Ah ja, habe ich gerade gesehen. Ne, gesehen hast du es nicht, doch. Aber ich habe es gefühlt. Ich habe einen Innenblick. So. Das ziehen wir wieder ein bisschen raus. Ihr kennt das von den letzten Besamungen. Ein bisschen Luft nachschießen. So, und dann ist alles in der Gebärmutter drin. Mein Finger und das Röhrchen sind noch am Gebärmutterhals. Röhrchen ziehe ich jetzt raus, Finger auch. Jetzt ist der Samen da, wo er hingehört. Das könnt ihr mal gucken hier. Ich muss mal ein bisschen näher gehen. Geht? So, das sieht jetzt so eigentlich ganz gut aus, wenn das so zäh, flüssiger, klebriger Scheiß ist. Dann ist das ein guter Zeitpunkt für die Besamung. Ja. Wunderschönen guten Morgen, das ist unser Follikel, der sich immer noch in wundervoller, großer, 49 mm großen Pracht zeigt. Plan ging nicht auf, das heißt, wir müssen jetzt versuchen, nochmal Samen zu bekommen für morgen. Das wäre das dritte Mal. Ob die Station das macht, sehen wir dann. So, guten Morgen, hier stehen die Samenpakete von heute. Ihr seht, Zuchthof Wadenspanner ist dabei. Das heißt, ich habe tatsächlich noch Samen bekommen. Bin ganz, ganz glücklich und ganz gespannt. Eigentlich dürfte der Follikel nicht mehr da sein. Das war eine Sicherheitsbestellung, aber ja, schauen wir mal. Das ist meine schöne Ansicht, finde ich. Das ist die Barilla, immer noch. Das ist eine weniger schöne Ansicht. Noch nicht gestriegelt. Naja, jedenfalls, das bin ich und ich befinde mich noch, wie ihr seht, in der Stute. Und ich habe ebenso für mich gesagt, der Follikel muss ja weg sein, sonst fresse ich einen Besen. Jetzt zeige ich euch mal was. Vielleicht suche ich mir einen kleinen Handfeger, die sind ein bisschen besser zu essen. Ja, das ist also tatsächlich noch unser Follikel, trotz Anspritzen. Ja, verrückt. Also so kann es sein. Aber wir zeigen euch ja alles. Und so ist es eben. Gott sei Dank, wie gesagt, habe ich nochmal Samen bestellt. Das war für mich ein absoluter Sicherheitssamen.
Und ich habe ganz fest damit gerechnet, dass der heute Morgen weg ist. Also. So, wir sind jetzt hier am linken Eierstock. Ich hatte angekündigt, dass ich einen Besen fresse, wenn der Christophorus, ich hatte ihn sogar benannt, wenn er noch da ist. Aber wie man sieht, ist er nicht mehr da. Also, die Kostenzusammenstellung. Ich versuche ganz kurz einzuleiten, ohne dass zu langweilig wird, wie wir das bei uns so handhaben, von der Kalkulation her. Wir rechnen eine Stute für maximal 10.000 Euro Kaufpreis und einen Restwert, den wir ansetzen müssen. Da nehmen wir nicht den Schlachtwert, sondern wir versuchen sie zu verkaufen für maximal 1.500 Euro. Also haben wir einen Kaufpreis der Stute von 8.500 Euro und wir wollen eine Zuchtstute bei uns 10 Jahre halten. Und unser Ziel ist, in den 10 Jahren 8 Fohlen zu ziehen aus der Stute. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, schaffen wir vielleicht auch nur 7. Und von den 7 ist vielleicht einer nachher auch noch raus durch ein schlechtes Röntgenbild, eine Verletzung. Leider sind uns auch schon welche eingegangen durch eine Operation, die missglückte. Wir kommen also da quasi auf 6 Fohlen, wenn wir reell rechnen. Und wir teilen jetzt die Kosten der Stute auf diese 6 Fohlen auf. Die Kosten der Stute sind 250 Euro variable Kosten im Monat. Da schließen wir alles ein. Die Fütterung, Tierarzt, Untersuchung, Versicherung, Gebühren an den Verband. Also wir nehmen den Kaufpreis von rund 10.000 Euro, ziehen 1.500 Euro Restwert ab, haben 8.500 Euro an Kosten der Stute auf die 6 Fohlen geteilt. Macht das denn 1.400 Euro pro Fohlen ungefähr. Wir haben Kosten der Unterbringung von 250 Euro im Monat, macht 3.000 Euro im Jahr. Ja, Unterbringung und Unterhaltung. Ja, also von variablen Kosten, genau. Macht also nochmal 3.000 Euro im Jahr, also 30.000 für die 10 Jahre und die 30.000 auf 6 Fohlen aufgeteilt. Können wir relativ leicht gerechnet, sind 5.000 Euro. Das heißt, im Prinzip kostet uns jedes Fohlen dann, also wenn wir 6 durchbekommen, kostet uns jedes Fohlen dann 6.400 Euro. So, nur mal so, wie wir kalkulieren. Für unser Fohlen bei der Barilla gehen wir jetzt einen kleinen anderen, bisschen anderen Weg. Ne? Wir nehmen mal einfach nur die 3.000 Euro im Jahr, also die 250 Euro im Monat, plus die Besamungskosten. Die waren, Eva hat das ausgerechnet. Ja, 1.465. Okay, also 1.500 Euro. Ja. Das heißt, wir haben jetzt 4.500 Euro Kosten aus dem letzten Jahr, die wir uns einfach merken. Ich denke, wenn das Fohlen dann vielleicht tatsächlich glücken sollte und da ist, dann nehmen wir uns die Tafel und schreiben wir alle Zahlen einfach mal auf. Ja. Ne? Dass wir das so ein bisschen übersichtlicher hat. Sollt eben nur so ein bisschen verstehen, wie wir das bei uns kalkulieren. Waren übrigens im letzten Jahr 29 Ultraschall und 16 Besamungen. Ja. Wenn man das jetzt auch mal weiterrechnet über den Tierarzt, kalkulier mal. Habe ich schon gerechnet, waren an die 1.600 Euro nur für Ultraschall. Ja, ja. Ja, also das wäre vollkommen utopisch. Also die Möglichkeiten, jetzt die Kosten ein bisschen zu reduzieren, sind auf der einen Seite vielleicht, dass wir die Stuten günstiger kaufen, aber 10.000 ist jetzt natürlich auch schon wenig. Ja. Eine andere Möglichkeit ist vielleicht,
die gesunde Haltung der Pferde immer wieder zu verbessern, die variablen Kosten zu überprüfen, gegebenenfalls nochmal zu senken. Fütterung spielt eine Rolle, die Bewegung der Pferde spielt eine Rolle, also wie sie aufgezogen werden, dass möglichst viele gut, gesund durchkommen. Vielleicht Embryotransfer, also dass wir quasi die Anzahl der Fohlen erhalten können. Da müssten wir, Eva, da müssten wir uns erhöhen, vielleicht mal, ne? Erhöhen können, nicht erhalten. Ja, erhöhen. Da müssten wir vielleicht auch mal ein Video machen zu, was Embryo eigentlich kostet. Ob wenn man das mit der eigenen Stute vergleicht. Und ja, was Embryo kostet und was das überhaupt beinhaltet, was da passiert. Wir haben da, können wir ja mal vorwegnehmen, wir haben da schon mit unserem Partner, mit Schockemülle gesprochen und wir dürfen da ein paar Eindrücke gewährleisten. Vielleicht habt ihr gewinnen, jetzt Lust, gewährleisten, gewinnen. Ja. Eindrücke zeigen. Ja, wir haben ja jetzt gerade eine Stute da stehen. Ja. Ne? Ja, da können wir mal schauen, wie die Kosten von Embryotransfer sich quasi aufs Fohlen dann auch auswirken. Nur eine Sache haben wir halt noch gar nicht gesagt, die Stuten müssen noch 10 Jahre durchhalten. Wir halten fest für nächstes Jahr, wenn wir dann den Preis berechnen, aus dem letzten Jahr nehmen wir einfach die 3.000 Euro mit von der Unterhaltung der Stute plus die Besamungskosten von 1.400 Euro, also 4.400 Euro an Kosten vermerken wir einfach mal. Ja. Mhm. Wenn es Fohlen denn kommt, wie weit sind wir denn da, Eva? Ja, wir können eigentlich können wir heute Trächtigkeitsuntersuchung machen. Ja? Ja, cool. Ostereier suchen. Fahren wir direkt? Ja, von mir aus. Kennst du mich ja. Warten kann ich immer nie. Wenig. Okay. Guten Morgen aus dem Untersuchungszentrum. Ja, heute Morgen war der magische Zeitpunkt, die Barilla zu untersuchen. Und mein Ergebnis zeige ich euch jetzt. Also, das ist keine Frucht, das ist ein Follikel, das auch. Ja, ihr könnt euch denken, der große ist der 56er, der kleine 39. Ja, wir haben sehr gute Radspeiche und damit keine Trächtigkeit. So, wie Sie sehen, sehen Sie ein 53 mm großes Dreieck, welches wir nun besamen werden. So, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Da entsteht der letzte Feinschliff und jetzt die letzte Sequenz. Ja, wir haben die Barilla besamt. Es hat jetzt letztendlich alles sehr gut gepasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video 16 Tage später, wenn es heißt, wir machen Ultraschall bei der Barilla und schauen, ob wir eine Chance auf unser YouTube-Fohlen 2024 haben. Viel Spaß und dann